Wie Sie wissen, eine Tanzschule lebt es nicht nur von zwei Tanzlehrern, sondern da ist ein ganzes Team dran, das Sie während der Kurs betreut. Ich nehme an, aus den Kursen werden Sie einige der Assistentinnen und Assistenten bereits kennen. Wir wollen die Garde immer nützen, auch allen unseren Tanzschülern, allen unseren Gästen, dieses Team mal vorzustellen und uns auch in diesem Sinne bei Ihnen zu bedanken, dass Sie uns die Treue halten. Und das mache ich jetzt einmal so nach einer Liste. Wir beginnen mit den Damen. Und da habe ich jetzt einmal die Dame, also laut meiner Liste, fast die ganze Woche schon in der Tanzschule verbringt. Das hat doch einen Hintergrund, dass sie ja auch schon die Ausbildung zur Tanzlehrerin macht. Sie ist da am Montag für die Parkkurse Bronze Anfänger. Sie ist da am Freitag, sie ist da am Sonntag, sie ist da am Mittwoch, am Montag noch einmal bei den Perfektionen. Sie hilft in den Kursen, sie hilft in den Perfektionen. Das Schöne ist, man kann zu jeder Perfektion einfach gehen. Sie weiß die Damenschritte, sie weiß die Herrenschritte und hat immer ein Lächeln, um so etwas zu erklären. Vielen Dank, liebe Denise, wo bist du denn? Wir machen weiter mit den Damen. Auch eine Dame, die uns schon länger die Treue hält. Sie ist jetzt in den Kursen am Dienstag und am Sonntag. Conny! Und heute auch im Einsatz im Peking schon die letzten Jahre. Jetzt wird immer so ein Mann, der Assistenten kommen zu mir und sagen, sag nichts Dummes. Nur weil ich das letzte Jahr deine Heimnis gelobt habe. Wieso sagen die das überhaupt? Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ne? Wir machen mit den Damen weiter. Da wäre eine Dame, die schon sehr nervös ist. Sie hat bei uns einmal ganz normal den Kurs begonnen, ist dann ja, ungefähr in der Größe. Ja? Und sie ist schon deutlich größer geworden. Ein bisschen ist sie gewachsen. Ein bisschen ist sie gewachsen. Sie hat uns immer noch die Treue gehalten. Sie ist jetzt immer noch da bei den Parkkursen. Vielen Dank, liebe Julia. Wir haben jetzt natürlich nicht nur die hübschen Damen, weil ab und zu braucht auch die Gina, ja, die helfen. Und da haben wir jetzt auch einen, ja, der ist in die ganze Sache hineingewachsen. Die Tanzschule kennt er schon sehr lange, eigentlich schon seit Kindesbeinen an. Ich kann mich erinnern, früher war es eher mehr das Fußballfeld und schon langsam ist es zum Tanzparkett geworden. Er ist am Samstag hauptsächlich bei Jugendkursen und Perfektionen. Jetzt sind wir gerade ein bisschen eingeschränkt dadurch, dass er den Wehrdienst absolviert, aber nichtsdestotrotz ein ganz eifriger. Vielen Dank, Dominik. Und heute eben wunderbar als Starkünstler. Auch wenn er jetzt noch nicht ganz so lange da ist, er ist jetzt ein bisschen später bei den normalen Kursen eingestiegen. Nichtsdestotrotz hat er sich einen Namen gemacht durch sehr viel Einfühlsamkeit. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, was er denn so rundherum tut. Er ist in den Perfektionen immer sehr beliebt, weil auch ihn kann man löchern mit Fragen. Es wird ihm nichts zu tun, die Figur noch ein drittes Mal zu erklären. Er macht bei uns die Jugendkurse, er macht bei uns im Mittwoch und am Samstag dann auch die Perfektionen. Vielen Dank, dass du schon lange dabei bist. Lieber Patrick, danke. Das große Messen. Für zwischendurch, oder? Eine Dame natürlich,
jetzt, das ist also die Grenzwerte zwischen Team, nicht Team, aber dass ihr Tanzlehrerin, also diplomierte Tanzlehrerin, sehr viele Kurse hat, nicht nur ihre eigenen Kurse führt im Sinne der Tanzschule, der normalen Kurse, sondern auch die Kinder eigentlich, egal ob Steps, ob es die Kids sind, Spezialkurse wie Step auch macht, dann auch wieder einspringt, wenn einmal der Richard in Bällen beschäftigt ist und dann die Kurse übernimmt und sich dann die Kurse wundern, dass man doch auch in einer Stunde so viel unterbringen kann. Warum lacht ihr jetzt da gerade ein Mädchen? Die haben das schon genossen und die vielleicht dann mit einer gewissen Strenge, aber doch mit sehr viel Hingabe ihre Kurse leitet. Vielen Dank, liebe Gina. Richard, kommst du gleich mal zu mir, weil ich brauche mich nicht irgendwo zur Versenkung holen. Also, erst einmal diplomierter, wie heißt das, Tanzmeister, Tanzlehrer, Solotänzer? Ja. Nein, Solotänzer nicht. Aber Opernballchoreograf, darf ich mich jetzt nennen. Opernballchoreograf, Tanzlehrer, du hast einmal die normalen Kurse, Standard Latein, du hast aber auch die ganzen Spezialkurse, was gibt's denn da so? Salsa, was gibt es da noch? Was, ja, gibt's mal weiter, ja. Wieso ich? Das sind deine Kurse. Das sind jetzt unsere. Das ist ein guter Überblick. Das ist jetzt. Ja, unsere Sommerkurse: Tango Argentino, Boogie Kurs, Slowfox Kurs, Technik Kurs. Haben wir vergessen? Mambo Kurs, ja. Ich glaube, das war's. Das sind jetzt die Spezialkurse, die jetzt im Sommer dann kommen. Wenn man mehr dazu wissen will, wie tut man das am einfachsten? Einfach kommen zum Kurs. Das ist das Beste. Und dann weiß ich, wann der Kurs ist? Liegt ein Zettel auf dem Tisch liegt ein Zettel auf, da kann man nachschauen. Sehr gut. Und heute werden auch noch solche Kurse verlost. Ah ja, apropos Lose, ja, möchte ich gleich was sagen. Den Zettel, den Sie bekommen hatten zum Ausfüllen. Ich habe zufälligerweise auch einen da. Du hast einen da. Ja. Also, es gibt jetzt da die Möglichkeit, drei Dinge anzukreuzen. Wir haben bei der Eröffnung einen kleinen Hinweis gegeben, was die richtige Antwort sein könnte. Ja, ich denke mal, es ist selbstredend. Bitte ausfüllen, wir verlosen wann? Wann verlosen wir am besten? Also ich denke mal, so um Mitternacht herum. Ist das eine gute Zeit? Ich glaube, das wäre so. Gut, und dann hat jeder noch genug Zeit einzuwerfen und dann zu verlosen. Sollte jemand keinen Zettel bekommen haben, speziell von den Eröffnungsleuten, ja, holt euch die Zettel bei mir ab, ja, ihr dürft es natürlich auch einwerfen. Und zum Gewinnen gibt es die Hauptpreise. Also es gibt natürlich Kurse, Sommerkurse zu gewinnen. Und die Hauptpreise sind aber weg von der Tanzschule. Aber Sie können mich gerne mitnehmen. Ja? Ach, ein Wochenende. Ist das okay für dich? Aber ja. Ein Wochenende für zwei Personen. Ja, da freuen sich auch zwei. In Österreich natürlich zwei Hotels. Das eine ist in der Nähe von Zwettl. Da ist ein schöner Schwimmteich auch dabei, 4-Sterne-Hotel. Und das andere ist in Steyr, ein 4-Sterne-Styria. Hotel, auch ein 4-Sterne-Hotel. Mit Führung sogar, da bekommt man die Führung auch noch dazu für die Stadt selber. Also zwei Wochen gibt es da zu gewinnen. Sehr schön, also es ist auf jeden Fall wert, um zu spielen. Ich glaube, da gibt es eigentlich die gewinnen wollen, wenn ich einbringe. So, zurückzukommen, du leitest die ganzen Kurse. Deine Aufgabe ist auch mal, die Tanzschule an sich zu führen. Du bist das Choreograf, die jetzt für deine eigene Eröffnung, für Eröffnungen auf anderen Bänden wie ein Zuckerbäckerball, bist Opernball-Choreograf. Habe ich sonst noch irgendwas Großes vergessen? Aber ich denke, das reicht schon. Das ist Abendfüllen, oh ja, oder? Oh ja. Oh ja, meine Aufgabe ist Familienvater. Familienvater vergessen. Ja, aber die Kinder sind ja eigentlich schon groß. Also. Das hat fast nichts mehr zu tun, oder? Ich habe es ganz gerne, wenn ich auch koche. Ja. Okay, einen großen Applaus. Richard Frenzel. Danke.
Aber eine Gala ist nichts ohne Herrn Erwin Bauer. Der Erwin ist ein Wahnsinnsmoderator, er leitet das so wunderschön, ich genieße das jedes Jahr und kann meine Dinge, die ich da so nebenbei noch zu tun habe, wie eben das Catering ist, auch mit zu betreuen. Und da möchte ich auch gerne Dankeschön sagen ans Catering. Ja, die machen das ganz toll, die Jugendlichen sind ganz toll unterwegs. Wenn Sie noch Wünsche haben, kommen Sie ruhig zu mir. Aber jetzt komme ich jetzt nochmal zu mir. Ja. Jetzt komme ich aber zum Erwin. Eine Gala ohne Erwin kann ich mir nicht vorstellen. Und es wird auch keine Gala mehr geben, wenn der Erwin nicht mehr ist. Ich sage es jetzt gleich so dazu. Und damit er uns gewohnt bleibt, Druck, den du mir machst. Ja, damit er uns gewohnt bleibt, habe ich ihm meine Stärkung mitgebracht. Ja. Du kannst es gerne mit mir auch verkosten, ja. Das mache ich natürlich sehr gerne. Vielen Dank. Und ich sage Dankeschön, Herr Erwin. Danke. Der auch so ganz nebenbei bei der Gina assistiert am Sonntag. Sonntag, ja. Richtig. Sind ja alle da vom Sonntag, stimmt? Ja, ich habe schon gesehen. Ah, so, ja, ja. Ja, ja, geht schon. Die dauert sich nicht einmal klatschen. Was machst du mit den Leuten? Die dauert sich nicht einmal klatschen. Sie dürfen jetzt klatschen. Das war aber nicht gedacht. Sag so, jetzt Gina, du bist ein Mann. Ich habe so viel von meiner Frau dazugelernt. Das ist einfach herrlich.